Schönen guten Tag. Wir sind die Donuts und wir sind hier beim Ulmer Zeltfestival. Und unsere lieben Kollegen, geschätzten Freunde von Jupiter Jones haben uns eine Aufgabe gestellt. Hallo liebe Donuts. Wenn ihr das nächste Mal hier beim Ulmer Zeltfestival seid, dann sucht doch bitte unser Case und bringt uns das zurück. Am besten nach Wittlich. Ne, nicht nur am besten. Ihr müsst uns das nach Wittlich in den Proberaum zurückbringen. Das ist eure Aufgabe. So, jetzt verstecken. Inhalt ist... ist unsere Plintenschnaps-Auftrittsunterfletsch von mir. Und. Oh, die riecht total geil. Oh, hör auf, riecht doch. Hau ab! Leg jetzt da rein! Hau ab! Wir suchen uns erstmal. Ja, komm, wir gucken mal. Wo könnte man denn überhaupt. Also, wo würde man so ein Case. Ich glaube ja irgendwie, dass die das so unter den Wagen geschoben haben oder so, aber ich bin nicht ganz sicher. Ganz ehrlich, lass uns die Suche abbrechen. Ich habe alles gefunden, was ich wollte. Da. Nee. Da hängt eine Unaflitsch. Ich würde aber nicht sagen, dass das die Unaflitsch ist. Nee. Jungs, ihr habt mich zufällig in Jupiter Jones Case gesehen, ne? Nein. Okay. Gut. So. Hier. Oh, da. Case? Ist es das? Nee, leider nicht. Aber das ist, glaube ich, so die Größenordnung, um die es sich handelt. Ist so groß? Ja, ich meine schon. Also das hier riecht nicht nach Unaflitsch. Nee. Ah, hier, guck mal, das sieht doch irgendwie so eine verlassene... Das sieht verdächtig aus, ja, so eine verlassene Ecke, wo man eigentlich nicht hingeht. Ja, also hier muss es auf jeden Fall sein. Das kann ja nur hier sein. Das kann nur hier sein, weil immerhin ist das die Müllinsel. Da weißt du, wo es ist? Ja, ich weiß. Und du darfst keinen Tipp geben, ne? Scheiße. Nein. Aber sag nur kurz, sind wir hier warm oder eher ganz kalt? Warm? Ah, warm ist gut. Müllinsel, klar. Ah, hier, da. Das kann nicht. Da ist es! Ja, sicher! Ah, so. Ha! Er riecht hier auch schon so moderig. Jetzt. So, Jupiter Jones, wir haben eine Unaflitsch gefunden. Wenn wir jetzt aber gleich irgendwie umschlagen auf die Seite, sobald dieses Ding auf ist, dann wissen wir, dass der Hond auf jeden Fall was an seiner Unne rum Hygiene machen muss. Ich fände es so geil, wenn es plötzlich der Kasel da rausgesprungen kommt, wie aus der Torte. Da ist sie! Oh, nicht anfassen! Meinst Nimm nicht? Hier so ein Brett, da! Ich kann mal hier mit so einem Haken. Oh, ja, mit einem Haken vielleicht. Mit einem Haken, das ist gut. Oh, das riecht ganz... schlimm. Ah. Weißt du was? Dann hängen wir ans Schlagzeug. Für heute, für die Show. Oh, wirklich? Ja, klar. Nebelmaschinen brauchen wir keine. Oh. Das. Ich habe uns neulich eine YouTube-Botschaft hinterlassen, dass sie irgendwo hier einen Case von mich versteckt haben. Und da drin ist die sogenannte Unaflitsch, die Unterhose vom Hond, von dem Schlagzeuger. Die der auf der Bühne anhat. Wir haben das gefunden und ich sage extra das. Und ich möchte sagen, heute in einer Sekunde geistiger Umnachtung habe ich ernsthaft dran gerochen. Das war nicht so schön. Sag mal! Ich möchte mich an dieser Stelle übrigens an die Leute vom Ulmer Zeltfestival wenden und danke sagen, dass ihr auch so Haken hier rumliegen habt. Das hat uns das Leben echt erleichtert. Ja. Alles klar, meine Damen und Herren, es wäre jetzt ein absolutes Fest, wenn das ganze benannte Zelt den Jupiters eine Grußbotschaft zurückschicken könnte. Wie wäre es mit Hond, was ist oben und rum bei dir los? Was ist oben bei dir los? Jawohl! Und deswegen kommen wir gerne wieder nach Ulm. Und wir werden das hier entsorgen. Lass laufen, ihr läuft doch schon. Man sieht doch nichts. Vielleicht kann man da über den Zaun gehen. Es ist nach dem Konzert und wir wissen nicht, irgendwo sind Ingo und Guido und spielen. Auf Tisch, auf Tisch. Und da sind sie. Warte, ich mach hier durchs Dach. How can you say you come a long, long way? You only wait for yesterday. Heaven knows you got hell to pay. Let the truth be told. If the yes is yes, tell me.